Finale 200 Meter Brust der Männer. Final 200 Meter Breaststroke Male. Und hier sehen wir auf der Bahn 1 in der Vorlaufzeit von 2 Minuten 24,67 vom SV Würzburg Lars Rutheber. Auf der Bahn 2 in der Vorlaufzeit von 2:23,95 vom SC Steinhagen Ben Buttwil. Auf der 3 in der Vorlaufzeit von 2:20,79 vom SV Würzburg Lukas Wilinski. Auf der 4 in der Vorlaufzeit von 2:23,20 ebenfalls vom SV Würzburg Dix Eisenbraun. Auf der 5 in der Vorlaufzeit von 2:24,58 vom Mega-Swim-Team Brecht Keuper. Und auf Bahn 6 abschließend in der Vorlaufzeit von 2:25,85 vom SC Steinhagen Amshausen Henrik Terholzen. Dieser Strecke besteht seit 4 Jahren ein richtig fantastischer Meeting-Rekord. Der liegt bei 2:11,76, gehalten von einem SSF-Schwimmer Max Pilger, aufgestellt 2013 mit 17 Jahren. Es war seinerzeit auch oder ist seine, nach wie vor seine Spezialdisziplin. Und unsere Aktiven hier im Wasser versuchen jetzt in diese Richtung zu schwimmen. Die 100 Meter Durchgangszeit 1,06. In Führung hier der Lukas Wilinski auf Bahn 3 vom SV Würzburg. Er wird ja von zwei Teamkollegen flankiert auf Bahn 1 und Bahn 4. Spannend wird es um Platz 2. Im Moment da drei Schwimmer in guter Position. Bahn 1 hält auch noch gut mit hier, der Lars Grundheber vom SV Würzburg. Das kann doch auf den letzten 50 Metern ein Kampf werden. Der Lukas hier auf Bahn 3 schwimmt das scheinbar locker nach Hause. Aber Platz 2 und 3, der ist mit Sicherheit noch nicht vergeben. Ganz schnell, ich bräuchte jemanden von der TSG Klein-Ostheim hier vorne beim Sprecher. TSG Klein-Ostheim, bitte jemanden hier zum Sprechertisch schicken. Ja, Uwe, wir sind ja auf den letzten Metern. Und auf Bahn 4 und 5 wird das eine ganz enge Kiste hier. Ja, ich sehe Bahn 5 vorne. Das Team Mega hat hier um einen Hauch die Silbermedaille geholt. Sofern natürlich alles regelgerecht verlaufen ist. Und damit, Uwe, sind wir wieder bei den Damen. Schlag auf Schlag, Siegerehrung 200 Meter Brust der Männer. Victory Ceremony 200 Meter Breaststroke Male. Und hier haben wir auf dem 6. Rang in 2 Minuten 26,81 vom SC Steinhagen Amshausen Henrik Terholzen. Auf dem 5. Rang mit 2:25,54 sein Teamkollege Bent Buttwil. Auf Platz 4 heben wir in 2:23,70 vom SV Würzburg Lars Grundheber.
die starke Mannschaftsleistung der Würzburger unterstreicht. Ein weiterer Schwimmer erholt sich die Bronzemedaille in 2:23.05. Dix Eisenbraun. Wie wir eben sehen konnten, ganz knapp noch, aber gereicht hat es dann doch für Mega, für die Silbermedaille in 2:22.69 für das Mega Swim Team Brecht de Kuyper. Und Gold geht in 2:18.48 vom SV Würzburg an Lukas Wilinski. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn jemand der Aktiven noch ein paar Tipps über die Bruststrecke braucht, der Jens Krupper steht mit Sicherheit noch ein paar Minuten zur Verfügung. Ehemaliger Brustspezialist hier für Deutschland.